Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück beim Mini Motorrace. Heute gehen wir mal Dar es Salaam an. Erweitere dein Netz, um mit Dar es Salaams Wachstum mitzuhalten. Keine Ahnung genau, wo das hier liegt, aber Cocoa Beach. Schauen mal, wie es heute so läuft. Und wie immer natürlich am Anfang wieder etwas langweilig und langsam wachsend. Aber das wird gleich schon. Mit der Zeit wird er etwas aufregender natürlich. Bis jetzt zwar nur zwei Farben. Okay, wait. Machen wir einfach so. Da sind zwei Häuser und zwei Häuser für je einen Shop zuständig. Brücken brauchen wir, glaube ich, hier am Anfang noch nicht wirklich. Daher eher einen Kreisverkehr. Da kommt auch schon die zweite Farbe ins Spiel. Das Spielfeld wächst. Okay. Können wir noch lösen? Oder auch nicht? Okay, zumindest jetzt noch nicht. Aber wir können es hier... Ne, können wir auch nicht. Gut. Naja. Ob das irgendwie was bringt, schwer zu sagen. Dann gibt es wahrscheinlich eher hier weniger Verkehr. Gut, das können wir jetzt auch schon beheben, wenn ich das so sehe. Perfekt. Schon immer versuchen, die Farben getrennt zu haben, damit der Verkehrsfluss gut läuft. Zwei Kreisverkehre haben wir, von daher brauchen wir gerade noch nicht einen weiteren Kreisverkehr. Daher auch besser die 30 Straßen. Okay, das müssen wir jetzt... Gut, hat sich auch schon erledigt. Wollte gerade sagen, die müssen wir jetzt dort über diese Straße leiten. Aber müssten wir dann wohl doch nicht. Dann machen wir das so. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Nichts, was uns hier daran hindert, voranzukommen. Abgesehen davon jetzt. Eine Brücke haben wir gar nicht, daher können wir den gar nicht mit einbeziehen. Und daher würde ich das jetzt so machen. Vorerst. Und dann die Häuser doch mit einbeziehen.
das Ganze wirklich noch gut läuft. Was es bis jetzt auch macht. Eine Brücke oder eine Autobahn? Eine Brücke bräuchten wir wahrscheinlich jetzt eher. Das kommt ganz gelegen hier. Dann könnten wir den roten hier mit einbeziehen. Ja. Machen wir vorerst so. Sollte eigentlich so gehen. Gelb hat natürlich von hier zu hier etwas einen großen Weg. Aber das sollte bis jetzt noch kein Problem darstellen. Ja, das jetzt schon eher. Machen wir das einfach so. Und ich glaube, hier wäre ein Kreisverkehr ganz gut. Da hier recht viele Straßen zueinander kommen. Und es etwas eine größere Kreuzung ist. So. Gut. Das bringt uns jetzt wieder etwas weiter, da wir dann hier das wieder wegnehmen können. Und blau über eine Brücke nach... Ey, come on. Nach hier oben lenken können. Irgendwie so. Genau. Dann haben wir die wieder einzeln. Kreisverkehr hier oben macht ich glaube ich ganz gut. Einfach mal, damit hier etwas Platz ist. Okay, wait. Jetzt wird's schon etwas interessanter. Violett. Das wird nicht funktionieren. Wir könnten gelb hier oben lang führen. Violett. Hier entlang. Und in die gelben hier. Ist nicht wirklich optimal. Und wir haben auch keine Straßen für so viele Wege. Aber es wäre eigentlich, glaube ich, das Beste. Könnten es noch etwas abkürzen, indem Violett hier eine eigene Straße nebenan bekommt.
Ich brauche es, glaube ich, gerade nicht. Und gehe dann einfach nach hier unten entlang. Sieht. Ja, gut. Das macht jetzt schon einen Strich in die Rechnung. Dann muss halt gelb hier oben lang. Irgendwie so. Und jetzt kommt da noch dunkelblau hinzu. Die Häuser hier oben haben. Eine Brücke haben wir nicht. Das ist Brückenweg. Wäre am besten hier oben entlang zu gehen. Deshalb mache ich das einfach mal bis hier zu. Sie kommen sich zwar hier natürlich in die Quere. Gelb und blau. Das gerade umgekehrt ist. Wir müssten fast eine Autobahn von dort nach hier unten nehmen. Aber auch eine Autobahn von gelb nach hier oben. Gut. Ja. Mal schauen, wie sich das Ganze hier so verhält. Sollte eigentlich irgendwie so funktionieren. Hoffe ich mal. Nach hier oben hat Geld natürlich einen langen Weg. Was nicht wirklich so günstig ist. Nope. Könnten wir irgendwie so ab. Kürzen möglicherweise. Wäre vielleicht hier eine Ampel ganz gut. Okay, geht wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Würde funktionieren. Ich lasse das mal so. Okay, das ist jetzt scheiße. Und die Straße hier ist eigentlich auch recht beschissen. So. Etwas besser. Hier haben wir jetzt einen Megastore. Den müssen wir im Auge behalten. Hier könnten wir auch etwas Verkehr eigentlich rausnehmen, indem wir drei Häuser so anschließen. Oder vier. Vier und vier, ja, sieht gut aus. Dann hat es hier oben etwas weniger Verkehr. Funktioniert bis jetzt. Den lassen wir mal im Stich hier drüben. Allerdings könnten wir den mitnehmen. Tourist in Dar es Salaam. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, das wird jetzt hier drüben interessant. Ich glaube, Rot wird gleich noch mehr auftauchen. Eine Autobahn hört sich gut an. Haben wir irgendwo ein Problem? Gelb hat jetzt einen langen Weg. Geht aber nicht anders. Es funktioniert auch ganz okay. Ich spare die mal für später auf. Könnten wir vielleicht noch irgendwie gebrauchen, wenn es kritisch werden würde. Irgendwo. Vielleicht.
Okay, gelb hier unten macht eine fette Party, wie es aussieht. Recht viele Häuser auf einen Fleck. Okay, ich glaube, hier könnten wir eine Autobahn vertragen. Da die sonst ein bisschen ein Problem haben. Und möglicherweise das Ganze irgendwie noch so verbinden, damit die Opportunity haben, hier mitzukommen. Könnten wir auch noch so machen, eigentlich. Ja, wieso nicht? Mal schauen, wie sich das so verhält. Okay. Das ist jetzt natürlich eine andere Situation. Das heißt, hier werden mehr Blaue benötigt. Und Gelb hat jetzt auch hier einen Megastore. Dann hat wahrscheinlich eher Gelb etwas zu kämpfen. Ich glaube, den reiße ich wieder ab. Okay. Ja, gut. Ja. Nice. We have a problem. Wir haben keine Straßen. Nicht gut. Brücke, Straße, ich glaube Straßen sind nötiger. Hier ist halt ein Knackpunkt. Vielleicht könnte man das irgendwie so verteilen. Versuchen zu verteilen. I don't know. Mal schauen. Okay. Ja. Gut. Das ändert natürlich wieder vieles. Hier ist... Die sind einfach nicht so schnell irgendwie. Obwohl ja noch viel mehr Fahrzeuge übrig wären. Gut. Rot hat jetzt ein bisschen ein Problem. Wir irgendwie vielleicht hier mit anbinden und schon schwärmen sie aus, das ist gut. Ja. Doch. Kann... Oh shit. Den habe ich ja völlig übersehen. Das reicht leider nicht.
So. Sollte vorerst genügen. Okay. Eine Autobahn hört sich gerade besser an. Könnten wir eigentlich noch hiermit verbinden? Wie auch die zwei gelben hier. Dass die hier mithelfen. Möglicherweise scheint wohl zu funktionieren. Allerdings hat sie hier dann ein kleines Problem. Deshalb kommt hier ein Kreisverkehr hin. Gut. Euch müssen wir leider wieder aus dem Spiel nehmen. Ich glaube, so haben wir fast einen besseren Verkehrsfluss. Rot steckt sich gerade etwas auf, was nicht so gut ist. Können wir die irgendwie umleiten? Hier haben wir den roten. Die sind alle mit angeschlossen. Wäre wahrscheinlich besser, wenn sie nach oben fahren würden. Da die Autobahn hier das regelt. Das Haus regelt wahrscheinlich auch hier mit. Der hier oben hat die zwei Häuser. Mal schauen. Hier bei Rot haben wir bald ein Problem, wie es scheint. Wo kommt jetzt dieser Gelbe her? Nice. Ja, nice. Okay, ihr fahrt gar nicht, da braucht ihr gar keine Straßen. Langsam wird es etwas schwierig mit dem getrennt fahren. Vor allem funktioniert das wirklich besser. Okay, die fahren gar nicht über den Kreisverkehr. Bringt natürlich nicht so viel. Das sieht eigentlich ganz flüssig aus. Okay. Wait a second. Wait a second. We have a problem. Ihr müsst hiermit angebunden werden zu die drei Häuser dort, die zwei Häuser dort oben. Ich würde euch jetzt einfach hier zum Kreisverkehr mit anbinden. Wenn das möglich ist und den Kreisverkehr nicht ganz überlastet. Vielleicht wenn auch mal irgendwo eben Ampeln gut. Hier ist glaube ich etwas eine Problemkreuzung.
Und die zweite Ampel lasse ich vorerst mal. Gut. Kann man hier eine Anbindung gleich machen, dass ihr euch hier aufteilen könnt vielleicht? Irgendwie. Rot ist am Struggeln. Hart am Struggeln. Ob das noch gut kommt? Ich glaube, bei Rot habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Rot hat echt ein Problem. Okay, wait. Ich seid ja gar nicht angeschlossen. Oh Mann. Shit. Gut, dich nehme ich vorerst aus dem Spiel. Ich glaube, das hier ist unser Tod. Rot ist der Tod. Wieder mal. Hatten wir ja auch schon knapp 1000 Punkte. Ich glaube, das können wir nicht mehr retten hier. Das war's. Ja. Schade, schade. Nicht mal 1000 Punkte. Game over. Warte. Habe ich das hier nicht mehr mit dabei? Nee. Okay, schade. Zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 65 Tagen zusammen. 950 Pendler waren in dieser Zeit auf den Straßen unterwegs. Mal kurz wieder ein Foto machen. Für das Thumbnail, wie immer. Gut. Ja, schade, schade. Das war's mit Dar es Salaam. Und wir haben Moskau freigeschaltet. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mini Motorways. Tschüss.